Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zu einem neuen Kapitel unseres geliebten erfahrenen Abenteurers Solo-Missionen mit Gisulf. Und was machen erfahrene Abenteurer? Natürlich, sie erledigen Fetch-Quests für andere Sklaven, denn Gisulf ist aktuell ein Sklave hier im wunderschönen Patras. Gefällt mir wirklich sehr gut hier. Es ist das alte, das antike Griechenland, nur in der real-trollschen Version. Und deswegen werden hier Quadrate nicht gestört, statt Kreise. Aber na gut, wir müssen uns hier für einen Sklaven ein wenig rumfetschen, damit wir dann irgendwie bitte nach Möglichkeit mit Xenophobos reden dürfen, um vielleicht irgendwie im Hauptquest weiterzukommen und nach all den Strapazen und Mühen vielleicht doch noch Brun und Baldrana wiederzusehen, die mir irgendwie fehlen. Ich meine, mit Gisulf allein macht zwar auch Spaß, aber es ist irgendwie ein wenig eintönig. Es ist so einsam. Na gut, wir müssen in die Kanalisation und gegen Ratten kämpfen. Das ist eigentlich schon echt krass, wie berechenbar das Spiel schon für mich wieder geworden ist, aber na gut. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit und ziehen hier diese ganzen Rattenzähne, denn die Gegner können uns ja nicht wirklich was. Hätte ich das gewusst, ich meine, ich habe es geahnt, aber ich habe es natürlich nicht gewusst, dann hätte ich mir vielleicht noch ein paar Sachen angelegt, die meine Initiative erhöhen. Aber na gut, so fix sind die Ratten auch nicht. Aber so schnell sind wir erst recht nicht. Nein, nein, nein. Unleashing of Patras. Ein Sklave allein gegen 4 Ratten. Wie lange kann es dauern? Ich finde, wenn man die Ratten alle noch bestehen muss, dann wahrscheinlich so mindestens eine halbe Stunde. Aber na gut. Ich verstehe schon, warum andere Let's Player ihre Kämpfe rausschneiden. Zumindest an manchen Stellen. Ich bin dann eher so ein Typ, der dann sagt, ich mache die lieber offscreen. Ihr habt gesehen, dass hier Gegner sind, aber das muss ich euch dann tatsächlich nicht unbedingt zeigen. Diese Kämpfe bieten einfach immer so extrem viel Leerlaufzeit. Und leider auch relativ wenig Taktik. Das ist, wenn man wenigstens irgendwie so knobeln müsste, was genau vor sich geht. Aber ich meine, das sind einfach Ratten. 200 Erfahrungspunkte und Rattenzahn gefunden. Rattenzahn, Rattenzahn. In den Rattenüberrasten entdeckt Gisulf das gute Reinemachöl der Saubermachsklavin. Ja, okay. Also, die komplette Kanalisation abzusuchen hätte nichts gebracht. Auch damals nicht. Dies Reinemachöl ist einfach nur für den Plot gerade eben aufgeploppt. Also, wir reden! Mein Öl? Gut, dann rede ich mit Xenophobos. Was soll ich mir überhaupt sagen? Dann das flüstere ich dir schon vor. Gisulf, die Soufflöse. Ja? Landestypische Begrüßung. Kalimera. Ich komme von Hephaistos, den kennst du doch. Ah, Hephaistos. Warum sagst du das nicht gleich? Komm doch herein, wir bereden solche Dinge lieber drin. Ja, bloß nicht! Bloß nicht. Sage einmal, von Hephaistos geschickte Saubermachsklavin, ist hier etwa noch jemand? Nein! Nein? Dann ist ja gut. Was genau möchte Hephaistos denn diesmal? Du, weißt schon. Du, weißt schon? Andeutungsreich, ohne selbst etwas preiszugeben. Ja, das ging ganz eindeutig nach Hephaistos. Er weiß, was ihn die Informationen kosten wird? Natürlich! Natürlich? Diesen Schnipsel habe ich für ihn, sofern er mir ja nicht den fälligen Anteil vergisst. Das verlassene Weingut ist der Lagerplatz der unterschlagenen Güter. Zwinker! Danke und landestypische Verabschiedung. Danke und, Ten Minao Alinika. Da gefällt mir das Kalimera auf jeden Fall wesentlich besser. Toloya Riasmo Paracalo. Das war, ja, wahrscheinlich ziemlich schlecht von mir, aber eine komplett fremde Sprache lässt sich eben nicht in ein paar Sekunden erlernen. Ja, vielen Dank! Abgesehen davon konnten wir uns ja bisher eigentlich ganz gut mit den Leuten unterhalten. Also haben wir auch diese Information. Ich möchte mir natürlich trotzdem noch angucken, was sich noch in diesem wunderbaren Haus befindet. Erregter Hausbewohner. Baba, wäre ich reich, erschlüge ich dich auf der Stelle und zahlte deinem Herrn den Schaden aus. Verschwinde! Aber leider ist er es nicht. Oder gut für uns. Oh, Clytemnestra. Gott, das ist Clytemnestra. Ein schwieriger Name, definitiv. Für mich viel zu schwierig. Ich lasse meinen Mann gerade ein Bad ein und dann unterhalten wir uns einmal in Ruhe, warum er meint, Cassandra hinterher stieren zu dürfen.
Du hast nicht zufällig eine Olivenölflaschenkorke dabei. Ach lass, ich nehme einfach den Dolch. Ja. Bedauere, hier draußen ist er nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht, aber was zum... Ach, das ist die Medusa. Tja, und so endet das Abenteuer. Timer sei Dank. Timer sei Dank. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Hausbewohnerin. Was anderes als die Mietskaserne können sich diese brotlosen Künstler ja nicht leisten. Also stapeln sie sich hier und plappern und plappern und plappern bis... Und das... Philosophen hatten wir schon lange nicht mehr. Der Erfolg dürfte die Zweifler ihres Irrtums überführt haben. Die Demokratie funktioniert. Was? Demokratie. Ihr bestimmt nicht einfach einer über alle. Pass auf, ich erkläre es dir an einem Beispiel der Innenpolitik. Wir haben die Sklaverei demokratisch eingeführt. Die Mehrheit hat entschieden, dass die übrigen künftig ihr Eigentum sind. Ja. Wer sind die Kerle, deren Abstimmung mir das hier eingebrockt hat? Ach, ein Sklave versteht es einfach nicht. Ja, so ein Sklave, für einen Sklaven muss die Demokratie wirklich ein bisschen seltsam erscheinen, weil er hat ja immer noch kein Bestimmungsrecht. Also für den funktioniert das definitiv nicht. Aus der Wohnung dringen keine Geräusche. Ist etwa niemand da? Einbrechen. Natürlich brechen wir ein. Dann werden wir böse und vielleicht wachsen uns eines Tages Hörner aus dem Kopf. Nicht aus dem Arsch. Aber das sind alles Dinge für andere Spiele und andere Angespiels, die vielleicht zukünftig vergangen oder gegenwärtig stattgefunden haben werden. Stattfinden werden. Sein. Punkt. Ja, es ist schon spät. Gieso knackt das Schloss und hält 300 EP. Und Let's Player labern einfach manchmal vor sich her, ohne dass sie irgendeinen Faden haben. Ja, einfach das, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Milde Herrin, wenn du weißt, ob die beiden wohlbehalten sind, dann sende mir doch bitte ein Zeichen. Ein ganz kleines würde auch was reichen. Wie du meinst, vielleicht frage ich besser ein andermal. Der Seibenschalen strömt ein intensiver Duft nach Harzen. Der Beutel auf dem Schrank enthält 25 Münzen. Sehr schön. So langsam kommen wir wieder zu Reichtum. Sie haben nicht mal etwas für unerwarteten Besuch auf dem Herd bereitgehalten. Wie unfreundlich. Röste Nüsse, Mandeln und dazu den Mohn. Dann mache die Paste mit dem heißen Honig. Vergiss den Sesam nicht. Überantworte dem Ofen das Gemeng und labe dich daran zur rechten Zeit. Sollten wir vielleicht nochmal Augenmerk benutzen? Ja, natürlich. Endlich finden wir mal etwas mit Augenmerk, und zwar 10 Goldmünzen. Ach man, kann da nicht mal ein magisches Artefakt oder sowas rumliegen? Keine Ahnung, ich denke nicht, dass ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Nö. Ja, egal. Es gibt ja zumindest noch das Dachgeschoss, das philosophische Dachgeschoss, selbstverständlich. Im Wissen um das Nichtwissen findet sich Grund gerade im Nichtwissen. Was sich solcher Art also sogleich wieder als Basis verlustigt geht. Kreisende Rätsel im Wettlauf mit sich selbst. Was? Im Wissen um das Nichtwissen findet... Die Frage war an mich selbst gerichtet. Oh. Keine Sorge, Giso, sie war auch an mich gerichtet. Aber, also, ich kann das schon definitiv nachvollziehen. Ah, ein Barbar. Nonex, ein Philosoph mit Namen, der doch bestimmt einen Quest für uns. Läuft es auf etwas Beleidigendes hinaus? Aber keineswegs. Gerade ein unberührter, noch von keiner zivilisierten Idee befleckter Geist kommt mir gerade recht. Du bist unvoreingenommen. Höre mein Problem. Ich postuliere die Möglichkeit eines erfolgreichen Einholmanövers im Rennen zwischen Schildkröte und Läufer. Für den Läufer. Ob ein Läufer eine Schildkröte einholt? Ich weiß, ein radikaler Gedanke. Und damit bin ich hier im Haus auch in der Minderheit. Doch inzwischen bin ich von meiner eigenen Idee überzeugt genug, um einen Feldversuch zu wagen. Nun, vielleicht nicht in eigener Person und schon gar nicht öffentlich, denn die Schmach eines Fehlschlags würde doch böse lasten. Du befürchtest tatsächlich den Sieg der Schildkröte? Naja, vielleicht, möglicherweise, eventuell. Also, in der Theorie sind meine Überlegungen wasserdicht, aber in der Praxis... Was springt für mich dabei raus, falls ich es für dich testen würde? Du würdest ein Wegbereiter der Erkenntnis sein? Was guckst du so? Ja, ich habe auch Lohn zu bieten. Verwahre die Schildkröte wohl. Es ist ein sorgsam ausgesucht gewöhnliches Exemplar, damit ich später nicht gescholten werde. Nimm einen schnellen Läufer. Den allerschnellsten. Wir wollen doch nichts riskieren. Vor dem Haus steht ein besonders rascher Krieger.
bringe ihn dazu, gegen die Schildkröte im Lauf wettzueifern und berichte mir so dann. Das ist... Also ich weiß auf jeden Fall, es gab irgendwie eine Geschichte mit... War das nicht irgendwie Schildkröte und Hase oder sowas? Irgendwas mit einer linearen Funktion oder so? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch Ortruts Spiegel haben. Einen Blickreflexionsflächengegenstand, den wir schon einmal früher im Spiel benutzt haben, um an Bruns ultimative Waffe zu kommen. Und vielleicht können wir damit die Medusa ja austricksen. Der Spiegeltrick gegen den Blick der Medusa mag nicht neu sein, aber er ist noch ungemein wirkungsvoll. 1000 traditionsbewusste EP regnen auf Gisulf nieder. Und diesen erfahrungsgemäßen Regen oder erfahrungsreichen Regen, den nehme ich natürlich gerne an mich. Ja. Reduziert unsere Flinkheit natürlich sehr stark, aber ich bin jetzt gerade doch für ein bisschen mehr Verteidigung. Der Läufer, vielleicht der hier unten, der Müßiggänger wird es ja wohl kaum sein. Man sagt, du seist ein tüchtiger Läufer. Was geht dich das an, Baba? So eine Aufmerksamkeit habe ich. Aber wie bringe ich ihn zum Wettstreit mit der Schildkröte? Schmeicheln, provozieren, argumentieren, bitten. Argumentieren. Pass auf, ich habe eine echte Kopfnuss für dich. Ich als Barbar sage dir, alle Barbaren lügen. Ja! Weiß ich doch. Denk doch mal drüber nach. Wenn ich als Barbar sage, dass... Ja, wenn selbst die Barbaren mittlerweile ihre Schlechtigkeit zugeben, sind wir auf dem Weg der Härte offenbar richtig unterwegs. Sag mal, machst du das mit Absicht? Du kannst doch nicht einfach den springenden Punkt ignorieren. Der springende Punkt, Sklave, ist gleich meine Speerspitze, die gegen deinen Wanst prallt, wenn du nicht Ruhe gibst. Wie komme ich überhaupt auf solche Ideen? Das muss dieses Haus machen. Das Haus, das Verrückte macht. Dann, ist jetzt die Frage, dann probieren wir es doch mal mit Provozieren. Die Schildkröte hat das ehrenwerte Patras gelästert. Ah! Was? Lauf, Kröte, so schnell du kannst! Nimm das, lästerliche Kreatur! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig war. Wir haben zum Glück davor gespeichert. Das ist der Beweis! Der Läufer holt die Schildkröte ein! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich der Beweis war, aber wir können ja einfach nochmal nach oben gehen und Kunde erstatten. Also ich meine, viele Quests lassen sich ja so oder so mit einem Häkchen versehen, aber ob es dann am Ende auch wirklich richtig war, das erfahren wir ja nur mit einer entsprechend hohen Anzahl an Erfahrungspunkten. Der Beweis ist erbracht! Ein Läufer ist schneller als eine Schildkröte! Ihr Götter, ein Beweis? Etwa in einer empirischen Messung? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen! Ich wusste es. Die Frage ist entschieden. Mit mir, mit keinem sonst, ist die Wahrheit. Die anderen werden dann ja nicht mehr gebraucht. Die anderen? Die übrigen Philosophen und ihre Ansichten, die nunmehr den Namen nicht mehr verdienen. Wozu noch Perspektiven, wenn die Wahrheit gefunden wurde? Wolken sind es nur noch, die den Nichtschreiber hindern. Wedeln wir sie davon. Bahnen wir der Erkenntnis einen Weg. Eure Debatten und Quasseleien führt mal schön untereinander. Mich lass da raus! Wer redet von Debatten? Du sollst ihnen eine Tüte Kakerlaken in die Wohnung kippen. Ah! Das erhöht die Lohnzahlung! Hier, wie geil ist denn das? Hier, die Tüte ist voll genug, damit es für alle anderen sogenannten Philosophen reicht. Suche sie heim, für die Wahrheit, für die Wissenschaft. Was zum Teufel? Es war gerade echt komisches Lag. Falls ab jetzt irgendwie die Tonspur verzerrt sein sollte, es tut mir leid, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Wenn es nach draußen brabbelt, kann es nur ein Philosoph sein. Schloss knacken. Das ist ja interessant. Und auch hier, also wir kommen hier eigentlich ganz gut mit einem Fingergeschick von 5 zurecht. Gisulf knackt das Schloss und erhält 300 EP. Geschickt schließt er wieder den Türspalt, nachdem er eine ausreichende Ungeziefermenge Eintritt in die Wohnung gewährte. Das war tatsächlich recht einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Philosophen es waren. Ich glaube, 4. Auch hier knacken wir das Schloss. 7. Es wird anstrengend. Wenn es wenigstens 10 oder sowas wäre. Sind wir gerade wieder ein Level aufgestiegen. Gisulf knackt das Schloss und hält 400 EP. Und auch hier geschickt schließen wir den Türspalt, nachdem wir die Kakerlaken eingelassen haben. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn hier hinten überall. Ah ja, hier war die Wohnung, in die wir eingebrochen sind. Genau. Hier war einfach nur eine Hausbewohnerin. Hier war einfach nur eine Ziege. Ein erregter Hausbewohner. Hier hinten war
glaube ich, noch ein Philosoph, oder? Ja, Tüte. Tüte einsetzen. Giesuch gewährt eine ausreichende ungezielte Menge unter dem Vorhang hindurch Eintritt in die Wohnung. Das war auf jeden Fall schon mal einfach. Und da hinten war das Kind. Hier war Kirke. Schloss knacken. 6. Natürlich, 5, 6, 7. Allerdings nicht in der passenden Reihenfolge. Und diesmal 350 Erfahrungspunkte und wieder mehr Getier in die Wohnungen. So, was war hier? Die Dame mit dem unaussprechbaren Namen. Ich denke mal, da müssten es alle vier gewesen sein. Ist es getan? Hast du die Tüte ausgebracht? Die komplette Tüte! Die Wahrheit ruht doch am gerechtesten inmitten des Wegeschreis der Unwissenden. Sollen sie ihre Einfalt büßen? Nonex ist der Meisterdenker. Du hingegen seist für deine treuen Dienste am Fortkommen der Wissenschaft belohnt. Und das heißt? Die Erfahrung eines geteilten Erlebnisses mit einem Philosophen. 3000 EP. Ist echt schade, dass Giesuf das gerade alles für sich selbst anheimst. Aber naja, gut. Ich meine, die beiden anderen sind noch jung. Die hatten ohnehin eine ganze Menge zu lernen. Wenn ich nicht komplett daneben liege, müsste ich mit der Stadt eigentlich jetzt auch so weit durch sein. Hier hinten waren wir definitiv schon. Ja, dann zurück zu Hephaistos und die frohe Kunde überbracht. Was hast du herausgefunden? Wegen Sostratos. Der Archon gibt nicht die gesamte Ladung der aufgebrachten Schiffe an die Staatskasse weiter. Es lohnt doch immer, jemanden im Hafen zu haben, der einem verpflichtet ist. 1000 EP für den kletterkundigen Informationsbeschaffer. Wegen Xenophobos. Das verlassene Weingut ist der Lagerplatz der unterschlagenen Güter. Der gute Xenophobos, er hat genau die richtige charakterliche Eignung, um an solchen Geschichten zu gelangen. Und auch wieder 1000 MP, aber diesmal für die kommunikationskünstlerischen Informationsbeschaffer. Ich glaube, das waren wir vorher auch schon. Aber egal. Und Cassandra. Zur Änderung, man hole jede Woche die Parole. Hat unser Vögelchen also einmal ein Liedchen gesungen, das nicht vom Verderben handelt? 1000 EP für den gabenglaubenden Informationsbeschaffer. Okay, doch, unser Stil ist mal anders. Was für eine schöne Folgerung sich ergibt, wenn man alles zusammenfügt. Wir hatten eine Abmachung. Ich erfahre etwas für dich, du dafür etwas für mich. Wo sind meine Leute? Ein Herr schließt eine Abmachung mit seinem Sklaven. Allein das sollte dir zeigen, wie gut du es hast. Erdrückst du dich? Wenn dein Teil erfüllt ist, komme ich meinem nach. So machen wir hierzu deine Geschäfte, Baba. Der Archon unterschlägt also Güter, die er von den Feinden erkämpft. Wo sind sie? Sie werden auf dem verlassenen Weingut gelagert. Wie kommt man hinein? Mit der Parole. Wer den Schlüssel hat, auf den wartet eine Schatzkammer. Nur wie kommt man an den Schlüssel? Dass die Parole stimmt, kann nur überprüft werden, weil die Wächter am Weingut von ihr erfahren. Du bist der Richtige. Ich hab's gleich gewusst. Und woanders als im Amtshaus, diesem Gebäude so voller Pläne, Berater und Mitwisser, wird die neue Parole wohl ausgeheckt, hm? Dort bringen wir dich hinein, Sklave. Und danach? Jeder arbeitet an seinem Wort, also kümmere dich um das Deine. Du musst ins Amtshaus des Archons. Wie stellst du dir das vor? Es hilft alles nichts, ich muss dafür sichtbar werden. Sollst du hineingelangen? Du wirst dem Archon Ataxas die Eingabe eines verdienten Bürgers überreichen. Meine Eingabe. Flugs entwirft Hephaistos einen passenden Text, wobei er bei der Abfassung der Bürgereingabe sichtlich auf tradierte Jammer- und Klageroutinen zurückgreifen kann. Das gibt deinen wachen Äuglein und flinken Fingerchen das notwendige Zugangsrecht. Was ist mit der Parole? Erfahre sie oder zumindest ihren Übermittlungsweg. Parole. Na gut, alles klar. Dann schaue ich mal kurz in die Reiserolle, denn der Part neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Und das Spiel neigt sich auch langsam dem Ende zu. Wir haben es fast geschafft. Es gibt nur noch eine einzige Quest, die wir noch bekommen können. Wahrscheinlich auch noch hier in der Stadt. Und ich meine, Schuldknecht und Schildkrötenrennen haben wir schon hinter uns. Sklave ist ja so mehr oder weniger die aktuelle Hauptquest gerade. Fluch der Nachbarschaft und Blutscheuer Stier. Das sind jetzt gerade so die Sachen. Also, ich werde auf jeden Fall noch einmal zurück in die Therme gehen. Und ich kann dem einen Typen ja schon mal seine Rüstung übergeben. Hier, 5 Gold. Hinein mit dir. Ja. So, da hinten. Foros, so.
Hast du sie? Direkt aus eurer Hochsicherheitskaserne. Gib sie mir schnell, aber nicht gucken. Du bist ja noch schlimmer als einer von uns. Sag sowas nicht. Und das war nun dein ganzer Plan? Sie greifen an. Zeig sie ihnen voraus. Fahre unter sie. Ja, das ist einer von uns. Ha, alles klar. Na gut, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Genau, ich werde es noch einmal ganz kurz probieren. Giso futscht auf einem nassen Handtuch über den glatten Boden. Das ist einfach ein Badegast. Autsch, verdammtes Schränkchen! Okay, hinten ist auf jeden Fall ein Schrank. Und der ist auch da oben. Ups, jetzt bin ich versehentlich wieder rausgelaufen. Das kann passieren, aber so halb habe ich tatsächlich schon Orientierung. Heiß, 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 heiß! Genau, hier sind die heißen Steine. Mehr heiße Steine. Hier ist wieder das Schränkchen. Ein Wassereimer! Ich werde mir eine Kelle abschöpfen! Giso füllt die bereitliegende Schöpfkelle mit Wasser und... Heiß, heiß, heiß! Giso wird an der Schöpfkelle die heißen Steine gießen. Also noch heißer sollte es nicht werden! Genau, das ist doch jetzt schon knapp unerträglich! Ha. Dann machen wir das einfach nochmal. Nein, das ist ja nicht mehr auszuhalten! Entsetzlich! Raus! Nur noch raus hier! Die Badegäste stürmen hinaus. Giso hat das Schwitzbad nun ganz für sich allein. Ah, okay, wir können uns trotzdem nochmal eine Kelle abschöpfen. Wo habe ich denn gerade reingefasst? Achso, der Schwamm. Soll Giso den Schwamm mit Wasser übergießen? Ja. Giso entdeckt die Schöpfkelle über dem Schwamm. Ah. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir den Quest jetzt geschafft? Oder. Ich speichere nochmal kurz ab, schaue nochmal raus und die Thermen verlassen. Ja, rede nochmal mit dem hier unten. Du denkst an unsere Abmachung wegen des Rausschmisses der beiden Verweigerer? Oder hast du deinen Barbaren Mund zu voll genommen? Dieser Philipp müsste bereits an dir vorbeigeflitzt sein. Das Schwitzbad wurde ihm unerträglich. Und Phoros? Über Phoros wirst du dir deinen Kopf nicht mehr zerbrechen müssen. Er hat mir glaubhaft versichert, die Thermen so bald nicht mehr behelligen zu wollen. Nicht schlecht. Wenn ich das erledigt hätte, müssten wir demnach wieder das Wasser umfärben. Du hast es wirklich geschafft. Ein Rausschmiss ganz ohne Blutbad. Ja, es klingt ungewöhnlich, aber selbst das geht. Unser einfühlsamer Sozialpädagoge mit der sanften Art erhält 2000 EP. Wie war das mit der Belohnung? Natürlich. Ich habe dir etwas von meinem guten Ringeröl versprochen. Warte, ich reibe dich ein. Nicht nötig, ich mache das schon selbst. Ihr Barbaren seid komisch. Das Ringeröl kann auf die Muskeln, den Leib, den Kopf oder die Füße aufgetragen werden, um eine Eigenschaft dauerhaft um 5 Punkte zu erhöhen. Wir nehmen mal Stärke. Angriff ist die beste Verteidigung, Gisov ist ohnehin schon schnell genug. Und damit, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir wieder eine ganze Menge bei unserem geliebten Let's Play Wolfenstein geschafft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir die Parole jemals erfahren werden und ob wir noch den letzten ausstehenden Quest hier in Patras erledigen können. Oder ob wir vielleicht noch einen weiteren finden, natürlich. Bis dahin würde ich mich auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zur nächsten Folge unseres geliebten Let's Play Wolfenstein.